Gott, das aua. Oh Gott. Dokumentieren. Was ist jetzt hier los? Ich kann nichts sehen! Mausi, erklär mal hier. Lass an! Nach Amerika! Mausi! Du musst sagen, dass wir hier sind. Ja, wir sind hier. So, wir sind jetzt hier am Flughafen. Wir fliegen jetzt nach New York. Wieso, Mama? Okay. Das war damals so ein Insider von, ich weiß nicht, Schwiegertochter gesucht, wo so eine Mutti reinkam und man hat sie kaum verstanden und sie hat immer gesagt, Miso Papa mehr Mehl und das fand ich zu der Zeit sehr, sehr lustig. Fotografieren geht schon mal gar nicht. Wir sind jetzt hier im Flugzeug. Willkommen. Da ist direkt das Essen, ich habe so riesen Hunger. Ich habe voll Angst gerade. Ich gar nicht. Es ist echt heftig hoch hier. The light will inspire you. Es ist echt voll. Du kannst hier runter gucken. Wir haben damals bei einem Freund von meiner Cousine gewohnt. 2 Wochen sogar. Hallo, ich bin ein... Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner, ja, ja, ja. Ein deutscher Mann hier in New York. Das schwerste Wort für Amerikaner ist Küche. Wir können es nicht sagen. 10 Mal können Sie versuchen, die schaffen es. Einmal ist ein Hürenkind. Was hat er gesagt? Hürenkind. Wieso, Mama? Hier World Trade Center neu gebaut. Ja, genau, neu gebaut World Trade Center. Genau, das wusste nämlich noch keiner hier, ne? Erste Brücke, der Sie jetzt am nächsten sind. Was hörst du denn da schon wieder an? Bisschen links, das ist die Williamsburg Bridge. Sie verbindet Manhattan mit dem Stadtteil Brooklyn auf der anderen Seite. In der Ampel drin. Das ist wirklich eine ganz witzige Geschichte. Da waren wir bei BET, das ist Black Entertainment TV, sowas wie MTV. Und dann haben wir uns natürlich ganz nach vorne in die TV-Show gesetzt, in die erste Reihe. Und an diesem Tag war sogar noch sowas wie Freestyle Friday. Wie war die Show? Kannst du dir selber angucken. Wir mussten, jetzt pass mal auf, wir sind da reingegangen. Da waren nur dunkelblaue Menschen. Einzige Blondine im ganzen Studio, Wir waren 4 weiße Menschen, musst du aber sagen. Ja, 4 weiße Menschen, 1 Blondine. Und wir wollten uns einfach nur dahinstellen und mal gucken, wie das so funktioniert im amerikanischen Fernseher. Dann hat uns der Affe ganz nach vorne gesetzt. Zu allen anderen. Wo die immer moderieren. Und wir haben ganz. Und dann die ganze Zeit mussten wir und er kam da sogar zu uns an und hat gesagt, wir müssen mehr abgehen, weil wir zu leise sind. Und dann tanzen können. Und nicht tanzen können. Ja, dann mussten wir dann halt ganz so. Ach, und hier soll ich auch reingehen, hat Bini gesagt. Nee. Ja, heute nicht, aber irgendwann. Nee, ich gehe auch sonst so nicht rein. Ich muss aber M&M's kaufen. England! Okay, tschüss. Alle gucken uns an. Wir sind jetzt hier so am Timescale. Ich weiß gar nicht, wie man gucken soll. Wieso, Mama? Die bei LPD die zu sehen. Ich verstehe es nicht. Gerade. Was sagen Sie dazu, zu der jetzigen Situation? Ihre Freundin ist krank. Mausi ist krank. Aber Mausi ist in New York krank und da gibt es keinen Krank.
Ach so. Ich war am ersten Tag auch krank. Naja, nicht so wie ich jetzt. Los geht's. Ich hab Angst. Bisschen aggressiv. Das ist halt wie so ein Gorilla im Zoo, weißt du, Mausi? Ja, weil die total behindert ist und sitzen will. Anstatt mal hier raus zu genießen. Ellis Island was the principal gateway for immigrants arriving into the U.S. between 1892 and 1924. Our current course recalls the voyages of approximately 12 million American immigrants. They pass through these waters on their way to Ellis Island and a new life. Was passiert hier? Keine Ahnung, wie steht der? Der sieht aus wie Sefa aus meiner Uni mit der blauen Mütze. Goodbye. Yeah. Hier, das sind die Sachen. Ist ja so nah. Hier ist die Sonja Motherfucker AMS. One foot right in front of the next and step.